Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von meinem Blade Warband. Mit dem Rollenspielaspekt, das ein bisschen außer Kontrolle gerät. Ja, wir haben es sehr schwer. Ich hätte nie gedacht, dass das Original so schwer sein kann. Flores Mod und andere Mods, die sind schwer. Da bin ich es auch gewöhnt, aber hier bin ich nicht so gewöhnt. Im nächsten Level unbedingt Lösegeld vermitteln, also Gefangenenhaltung da. Moment kurz. Charakter. Ja, Gefangenenhandhabung skillen, damit wir ein bisschen besser Geld verdienen können. So. Also, dann gehen wir zurück zu den Nords und schauen uns mal ein bisschen weiter hinten beim Wachek um. Genau. So, also, was haben wir hier? Wir müssen zu den zum Dorfältesten, der ist hier. Okay. Hallo. Gut. Nein. Hallo. Gang, danke. Auch nichts. Was haben denn die Swadien? Die haben nie Aufträge. Dann gehen wir zum Mechin. Ja, ja. Okay, Mechin. Hast du einen Auftrag für uns? Dorfältester, wo bist du? Hallo. Da. Auch nichts. Oh. Wisst ihr was? Ich muss wahrscheinlich runterstellen und dann alleine die Gegner besiegen. Wir haben ja niemand mehr. Wir machen mal kurz runter. Es ist jetzt nur. Eigentlich wollte ich ja das nicht, aber weil die das Spiel so es will, weil es so unfair ist am Anfang. Keinerlei Quest gibt, keinerlei Gegner, die besiegbar sind, gibt nichts. Deshalb muss ich das mal kurz machen. Und schauen wir mal, ob wir gewinnen. Ich will kurz schauen, wie unser Leben ist. Ja, fast voll. Gut. 48 von 51 ist gut. So, jetzt gehen wir einfach mal so zu ein paar Banditen, die wenig sind. Und den besiegen sie natürlich und bekommen dann Geld. So, dann schauen wir mal, wo hier der Dorfälteste ist, damit wir vielleicht noch eine Quest bekommen, die wir unbedingt brauchen. Da oben. Auf der Veranda. Das geht mir gar nicht. So. Okay, Getreide holen. Ich bekomme nirgends Getreide für lau. Also, ja, das lohnt sich. Also Aufträge von Dörflern zu machen, lohnt sich eigentlich nur für die Beliebtheit des Dorfes. So, ich bin sehr vorsichtig hier. Ja, toll. Kommen noch Deserteure. Speichern als Nord 2. So. Irgendwo hier müssen doch Banditen sein. Das geht doch gar nicht. Ah je.
keinerlei Bandit. Liegt es an der besten KI oder was? Okay, sehr eben. So, zu zweit schaffen wir die 5. Ja, die haben natürlich Bogen. Ist nicht so gut, aber... Ja, ja. Mist, die sind viel zu stark. Ja, sitz doch auf, du dummes Teil. So, die Steuerung ist halt auch sehr schlecht, aber einmal, oh, 34 Schaden hinzu, trotz dieser dicken Panzer. So. Mist. Komm, 1:1 jetzt noch. Ich habe so wenig Leben. Das könnte schwer werden, aber... Okay, nächste. Du dich so verkriechst in diesem Loch, kann ich dich nicht angreifen. Du dummer Esel. Gut. Ah, ich hab genug von diesem Spiel. 8 Ansehen. Heftige Gott, oh Gott. Ich glaube es ja nicht. 36. Was, ich kann ihn nicht zeigen. Okay. Nordische Schild gesprungen. 11. Ist auch nicht so gut. Okay, immerhin ein bisschen etwas, was Geld gibt. Gut. Boah, das muss ich aber unbedingt speichern. So, hier haben wir noch mehr Banditen. Also hier hinten sind sie auf dieser Halbinsel, okay. So, mal kurz in die Schenke zuerst. Ja. Nichts Gescheites. Gut. Dann mal ein bisschen verkaufen. So. Gut. Wir haben 400 Geld. Wir haben Essen. Gut, dann gehen wir zum erstbesten Dorf und holen uns ein paar Nords.
Sind beide geplündert. Dort hinten ist noch Ruwar. Gehen wir zu Ruwar. Aber so geht es jetzt gerade nicht. Die sind schneller. Okay, wir müssen hinten durch. Verstanden. Gut, das sind nämlich starke Truppen. Oh. Ja, hier ist auch Krieg. Hier sind viele Banditen auch. Die wollen einfach ein paar Sachen haben vom Krieg. So, machen wir mal kurz. Hier, 7, sehr schön. Wow, ein Maidfoss. Gut, dann besiegen wir halt ein paar Nord-, also Seeräuber oder andere da. Von den Vaegir-Banditen. Okay. Nein. That's a nice head you have on your shoulders. Okay. Aber ja, nicht sterben, gell? Ihr wart zu teuer. Die sehen schon geil aus auf erster Stufe mit den Äxten und den Wurfäxten. Oh. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Aber weich doch den Schüssen aus. Ja, sicher. Sei billig. Voll billig. Toll, hey. Ja, ich. Ja. Ist wieder mal typisch. Oh, was ist denn los? Ah, wir haben mal ein Level Up. Es ist nicht normal, wieso kann man am Anfang nicht einfach auf schwache Banditen treffen, sondern direkt mal voll equippte Seeräuber und Steppenbanditen oder was das ist. Bisschen frech. So, Gefangenenhandhabung. 20 Schwerter weiter hoch. So. Oh, ich will den noch besiegen, damit der mir die Equip gibt. Ah. Okay. Okay. Wir haben gar nichts mehr. Das müsste auch irgendwie sichtbar sein, dass wir gar nichts mehr haben. Ja, was ist denn hier los? Wo seid denn die Besieger da? Irgendwelche, wer muss mal die Banditen hier besiegen? Boah. Dachte ich, leicht, also sehr leicht, wäre auch sehr leicht, aber nein.
vorläufig noch nicht. Später ist es so extrem leicht, dass man es, ja, als Kindergeburtstag nennen kann. Gehen wir nach Vierchen. Gehen wir nach Vierchen. Gut. Da gehören wir hin. Wir hauen ja alle ab. Wir sind die Füchte, Fuchten. Und dann gehen wir nochmals zu einem Dorf und dann gehen wir wieder zurück zu den Banditen. Gut. So, wir müssen in die blauen Dörfer gehen. Ja, hier sind alle Truppen. Hä? Also, das Management der Reiche ist katastrophal. Ignorieren einfach mal die wichtigen Dörfer außerhalb. Damit sie ein bisschen herumstolzieren können. So. Nochmals zwei. Ja, ist ein bisschen wenig, aber ich habe kein Geld mehr, oder? Doch. Dann holen wir nochmals. Noch mehr bitte. Okay, gut. Vorräte? Nö, ist nichts Gescheites. Gut, probieren wir es nochmals. Jetzt greifen wir aber nur kleine an und wenn wir halt zu langsam sind, dann sind wir halt zu langsam, aber gehen wir mal zu Burg Bulka. Ja. Machen wir noch einen Kampf, dann haben wir Part Ende. Der nächste Part kommt dann, ja, morgen. Nein, hey, wieso sind die so schnell? Wieso sind die trotz schwerer Rüstung und alles so schnell, schneller als ein Pferd? Jetzt sind halt die armen Bauern, die langsam sind von meinem Trupp, aber ich will jetzt ganz schwache haben. 5, ja, 8, 14, 16. Oh, 10 plus 5. Nein. Hey, du Idiot von einem... Ah, oh, wieso geht das Pferd nach Süden? Also nach unten, zu uns. Ja, das müssen wir schaffen. Wir haben halt schwachere Truppen, aber wenn die KI ein bisschen besser sein würde, dann würden wir schon ein bisschen besser rauskommen, aber ja, wir können nur die KI im Gesamten ein bisschen verstärken, aber nicht verbessern. Das ist das Problem. Nicht gleich auf die Besten, bitte. Gut. Yeah! Yeah!
2 getötet, 3 verwundet. 34 Kettenhemd. Gut. Jetzt haben wir mal etwas Schweres. Gut. Solange wir noch keine Wurf, einhändig Wurf ist ja nicht so unser. Speere. Ein paar Westen. So, nehmen wir noch das, was ein bisschen Geld gibt. Ja, alles. Okay. Nehmen wir alles mit. Gut. So. Ja, jetzt zuerst mal befördern. Wir müssen als Huskale bekommen. Gut. Haben wir auch einen. Uns noch leveln. Wir müssen auf Intelligenz mal machen, oder? Nein, was sollen wir jetzt machen? Anführerschaft, hä? Was macht das Eich? Handelsabzüge. Er ist zu schwach. So. Okay. Dann hier auf Charisma wieder. Okay, Baschetur, ich möchte kurz mit dir die Ausrüstung ändern. So, dann machst du mal mit Bogen, damit du nicht immer stirbst. Und lassen wir dem das. Kannst noch ein Speer, ne, geht nicht. Nimmst du das Schild, das Gute. Und ja. Das Rest gibt's halt nicht. Gut, also jetzt müssen wir abhauen irgendwie. Ich will die kurz noch angreifen, die haben nämlich Gefangene genommen. Ja. Komm, den Kampf machen wir noch kurz. Wollte ich eigentlich nicht, aber der Park kann ja auch ein bisschen länger gehen. Oh, schaut mal, dieses schönes fliegende Gebüschchen an. So. Jetzt können wir mal Zweihandwaffen tragen. Ich liebe Zweihandwaffen in diesem Spiel. Seht ihr, das ist doch viel einfacher. Endlich mal ein Zweihandwaffe. Ich knete alle nieder. Keine Verluste, cool. So. Menschenjäger sogar. Die nehmen wir. Die stellen wir ein. Wochen und 8 Dinare. Sind gar nicht mal teuer. So, und noch ein paar Ausgebildete machen. Gut. Okay. Wow. Also das machen wir aber das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und im nächsten Part rocken wir dann ein paar Banditen kaputt. So, ja, danke schön und tschüss.